Do I answer German in German or? Yes, you can. Yeah, thank you. Hallo. Oberösterreich, Karl Bart, Oberösterreichischer Nachrichten. Eine Frage an Gary Lineker, 2020 nach der Auslosung gegen Manchester United gesagt: Who the hell are Lask, by the way? Don't worry, after what here, I'll ask. Hättest du ihm helfen können, wer der Lask ist? Und vielleicht auch kennen Sie ein bisschen etwas von der Region und von Linz, von der Stadt. Und mit dem Wissen von heute könnten Sie wahrscheinlich ganz viel sagen? Also erstmal kenne ich natürlich österreichischen Fußball viel besser als Gary Lineker, kannte ihn schon immer viel besser. Das bedeutet allerdings nie, ich glaube nicht, dass ich zuvor in Linz war. Würde mich jetzt wundern, war sehr oft in Österreich, im Winter hauptsächlich, aber nicht in Linz, bisher nicht. Ja, aber was soll man über Lask von, wann war es, 2018? Ja, was soll man darüber sagen? Ich nehme an, seit 2018 haben wir uns sehr verändert als Mannschaft, da nehme ich mal an. Und über die Tradition des Lask kann ich keine Aussagen treffen. So sind wir nicht im Detail informiert. Wir bereiten uns auf ein Fußballspiel vor. Ich finde das ganz, ganz nett und ganz süß, wie sie das jetzt machen und das genauso läuft, dass wir sind der große Favorit und Lask, also das ist das Spiel des Lebens und wir kicken einen, kommen her, werden hergezwungen und spielen ein bisschen Fußball. Wir sehen das komplett anders, um es mal klarzustellen. Und es wäre mir jetzt völlig egal, wo wir hingeflogen wären, das ist das erste Spiel in der Europa League und wir sind hier, um absolut alles zu geben. Und was um uns herum gemacht wird und ob ihr, keine Ahnung, sonst für Traditionen habt rund um Fußball, das ist wunderschön und da werde ich mich irgendwann drum kümmern, wenn ich nicht mehr arbeite, aber wir sind hier nur zum Kicken. Ja, ich war draußen auf dem Platz, das Stadion ist wunderschön, bin kurz reingelaufen, das ist ja offensichtlich ziemlich neu, im Februar war noch immer eröffnet worden, das ist top, hier wird eine tolle Atmosphäre sein, ich bin mir ganz sicher, wir werden ein paar Leute hier haben und dann geht es hier um absolut alles. Deshalb sind wir hier und nicht um irgendwie bisschen zu zeigen und Arroganz oder was an den Tag zu legen, 0,0. Waren wir noch nie und werden wir nie sein. Also deshalb, darauf würde ich nicht hoffen. Wie sehen Sie denn das heute? Gut, einfach. Ich kann jetzt nicht so sagen, wo Lask vor 5 Jahren noch in der Tabelle, aber Sie sind ein bisschen letzter Dritter geworden, sind jetzt Dritter. Machen einen stabilen Eindruck. Die Spiele, die ich gesehen habe, machen einen stabilen Eindruck, haben eine klare Idee. Ja, mit Zülch ein Zielspieler, der das einfach gut macht, haben dann Tempo außenrum, setzen die Wingbacks gut ein, das ist, haben gute Standards, das ist eine gute Mischung, ja, also das kann man nicht anders sagen, deswegen, das ist unangenehm, das hängt stark davon ab, also je mehr wir zulassen, desto mehr werden sie nutzen, hundertprozentig, das ist ganz klar. Und ich war oft genug in so einer ähnlichen Rolle, wo man natürlich kaum was zu verlieren hat und es komplett genießen darf. Und das ist ein cooles Gefühl. Und da können große Dinge draus entstehen. Nur wir nehmen uns ehrlich gesagt so ein bisschen das Recht raus, das genauso zu sehen. Und dann werden wir sehen. 2020, Gary Lineker. Yeah, you wrote a book, eh? Yeah. Oh. As we had the game against Manchester United 2020, Gary Lineker said, "Who the hell is Lask Linz?" What do you say? What could you say to him or say to him right now about Linz? I know the Austrian football. I knew it since a long time ago, but I never was in Linz. It's not, I think, not so important to talk about the traditions and about the city. I know we are favorites and you like to play the game from the big club and the small club, but we are really here to play football. We take this game seriously and we want to take the most of it. So I think the stadium is wonderful, they opened in February and we are not arrogant, we want to compete and win here. What you can say about Lask, the team? I think they're very stable, they have a clear idea of football, they used wings very well, good free kicks, so it's not easy, and if you let them play, they will use their opportunity. I was in this role also, when you can't lose, so we have to be prepared.
many of you guys in the Liverpool team began in this competition and these unbelievable moments? Could there be good parallels, you know, for... No. Not at all. To be honest, my first year, I thought that the European League was a bit too much for us until we came to the final, because it was playing every day pretty much, and wherever we've had to fly to. Where did we play? In Russia, Rubin Kazan. Yeah, with long travel trips, coming back, trying to become a team somehow, and the results helped. Obviously, we played in Switzerland in Sion, and it was. I'm not sure it was artificial grass, but it was a frozen pitch. So, no, I hope it will not be like that, to be honest. It was a different squad. We were actually not ready. We came somehow through. That's in the end, in the qualifying semifinals, we played outstandingly well. But that's true. But until then, I don't think we were exceptional, let me say it like that. But I wouldn't compare it. It's completely different. It's a different time, different team. We are better prepared for the competition. It doesn't mean we go to the final. It just means we are better prepared and we enjoy it more to be here than we did that time, because we had no clue what we have to expect. So, Jürgen, als Sie begonnen haben, haben Sie auch bei Liverpool haben Sie auch in der Europa League gespielt. Sehen Sie da Parallelen? Ja, das erste Jahr Europa League, das war, ich glaube, es ist nicht zu vergleichen, das war einfach für uns damals einfach zu viel. Ich denke, wir waren haben gegen Rubin Kazan gespielt und versuchten damals einfach eine Mannschaft zu finden, in Sion dann auch noch, und das war ein ganz anderer Kader. Wir waren einfach nicht bereit. Halbfinale spielten wir ein gutes Spiel, aber bis dahin fand ich es nicht so gut von uns. Also ich glaube, man kann das einfach nicht vergleichen. Jetzt sind wir auf jeden Fall besser vorbereitet, wir freuen uns darauf, aber das heißt jetzt auch nicht, dass wir gleich ins Finale kommen. Hi Jürgen, we're playing Thursday, Sunday. Is it a good chance to give minutes to some of the fringe players and young players, perhaps the likes of Bender or a start for Ryan Gravenberg or things like that? Absolutely no information about that. You will have to wait until tomorrow. Look, have a look at the lineup. Enjoy it or don't. But accept it and then we go. Also wir spielen ja Donnerstag und Sonntag. Ist es jetzt eine Möglichkeit, jungen Spielern, anderen Spielern auch die Möglichkeit zu geben, zu spielen? Überhaupt keine Informationen darüber. Man muss sich gedulden. We are here to compete, not to give opportunities for nobody. Not ours and not for them. Wir sind hier, um im Wettbewerb zu stehen, zu gewinnen und das... Nicht zu gewinnen. Compete. Zum Wettbewerb. Yeah, it's a different thing. You want to win, but it's not about that. You want to fight. So you, as a manager and as a club, you put a team together bit by bit. When do you start to be excited by it, and when do you start to wonder how good it can actually be? Oh, I don't know how good it can be, but I'm really excited about the potential we have. That I'm said that, but I said that already weeks ago. That I really think it looks really good. It's now all about what we make of it. That's it. It's not about. No, it's actually never what you got. It's really what you make of it, and that's what we will see. And Virgil is right. And Virgil didn't play now twice or three or whatever. And you can see the spirit, that something is growing, but we will see. They are really good with each other. We were late today, it was not our fault, obviously, but we stood around quite a lot at the airport and waiting for whatever, didn't know exactly for what. And you see, they enjoy spending time together. Now we have to use that outside and then channel it and bring it on the pitch. This is a long season with strong, strong teams. And this tomorrow is a super difficult game, and I know that. I know that. And I have no idea if we are already stable enough to do that as well again and again. But we will give it a proper try, and that's all what I want. And then we work with whatever we got. Also Sie bauen ja gerade ein neues Team zusammen. Und was sagen Sie dazu? Also es ist natürlich eine schöne begeisternde Arbeit, aber es hängt eigentlich davon ab, was wir daraus machen. Virgil hat recht. Man sieht den Spirit. Wir haben uns heute zwar verspätet, aber die Spieler verbringen gerne Zeit zusammen und das sieht man auch gut. Es ist eine lange Saison, und aber morgen wird es eine sehr, sehr schwere Partie für uns. Ich habe mich gedacht, wie finde ich.
Hans Herr Klopp. Servus. Abdullah mein Name, BNN Media Group. Sie haben jetzt viel über den LASK gesagt. Gibt es einige Aspekte über den LASK, wo Sie sagen können, okay, da müssen wir beim Spiel recht vorsichtig sein? Nein, alles, Fußball. Haben wir gesagt schon. Das ist ja ein dicker. Es geht ja immer darum, was man selber auf den Platz bringt, welche Qualität. Wir haben ja die Spiele gesehen jetzt, die sie gespielt haben, die letzten drei. Und das ist alles. Es ist ganz normaler Fußball. Wenn man einen Gegner spielen lässt, dann werden sie Räume nutzen. Wenn man LASK unter Druck setzt, dann haben sie keinen spielerischen Aufbau, dann wollen sie gerne, gehen sie gern früh und versuchen sie in die letzte Linie zu kommen. Wie gesagt, haben da Zielspieler, haben ein gutes Einlaufen da. Gehen auf zweite Bälle, das ist alles sehr, sehr gut. Es wird ein großer Kampf. Man muss hier, also das Einfachste der Welt ist sicher, also für mich zumindest, sich in die Situation zu versetzen vom LASK. Also was würde ich machen, wenn man mir die Möglichkeit gibt, morgen hier zu spielen gegen Liverpool? Also, alles. Das kann man hundertprozentig sagen, kein Liverpool-Spieler würde das Ding hier genießen. Nur wenn ich auf dem Platz wäre und das nicht mit 56 jetzt, sondern als ich noch ein bisschen jünger war. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Es geht nicht um Fußballdetails. Die entwickelt man. Die entwickelt man. Und man muss Vorteile sich erarbeiten durch Laufen, durch Passen, durch Zusammenspiel. Aber zuallererst muss man die Einstellung des Gegners mindestens matchen. Und wenn man das kann, dann kann sie rein theoretisch sogar noch ein bisschen besser sein als dieses Gegner. Und das werden wir einfach mal versuchen und dann gucken, was dabei rauskommt. Aber wirklich, wir haben die Spiele gespielt, das ist völlig klar, die Grundvoraussetzung ist eine völlig andere. Nur wir werden uns sehen sollen. Wir haben uns halt richtig gefreut, herzukommen. Es wird ja so getan, also, oh, ich würde hier lieber Champions League spielen. Wir beantworten die Frage nur, wenn wir sie gestellt kriegen. Ich habe gestern Abend keinen Champions League geguckt und habe sie nicht vermisst. Ja, es ist nicht so, dass ich irgendwie dachte, oh mein Gott, die Melodie. Ja, gar nichts. So, wir sind in der Europa League, das ist das, was wir verdient haben, genauso wie es der LASK verdient hat. Und jetzt kämpfen wir hier um Punkte. Fertig. Und ich möchte mich nochmal entschuldigen beim Dolmetscher, der macht einen Riesenjob, weil ja genau die Antworten, ich kann sie noch länger machen. Also, Mr. Klopp, what do you think about LASK? Where do you have to be careful in everything? I think this is. I saw the last three games, and it's football. Okay, if they are under pressure, they have certain style of play, and they take the second ball. It would be a difficult game. But what would I do if I would play against Liverpool tomorrow? I mean, I would give everything, and Liverpool would not enjoy to play against me. But yeah, we need to prepare ourselves and play a very good football. And firstly, we have to be motivated as they are. And we are excited to come here and play in the Europa League. We didn't watch the Champions League yesterday and didn't miss the melody. So we deserve the Europa League like last two. Ihr müsst das nicht ohne die Länge ziehen. Wir sind eh schon so spät. Ich meine, kurze Frage. Ich bin seit meiner Kindheit LFC-Fan. Für mich geht heute wortwörtlich ein Traum in Erfüllung, Sie hier sitzen zu sehen. Ich habe hier ein Trikot mit, falls Sie das nach der PK unterscheiden können. Das war die letzte Frage der Pressekonferenz. Glückwunsch. Das kriegen wir sicher irgendwie hin. Ja. You want a signed shirt? Yeah. But he has the shirt already. He has the shirt. So I'm a big LFC supporter and I would like to ask you if you could sign a shirt after the press conference. Sure. Okay. One last question. One last. Nee, wir haben tatsächlich ein eigenes komplettes Küchenteam dabei. Ja. Das hat aber nichts mit der Qualität des Essens zu tun. Weil unsere Ernährungschefin kommt aus München. Also die ist in der österreichischen Küche wahrscheinlich so fremd. Und sie baut den regionalen Spezialitäten immer in unseren Speiseplan mit ein. Also ich mache mir keine Sorgen, dass es heute Abend nicht irgendwas gibt, was irgendwie österreichisch, Oberösterreich wäre. Wobei ich noch nicht genau weiß, was das ist. Aber Lust habe ich auf jeden Fall drauf. Falls ich jemals hier rauskomme. So in Upper Austria we have traditionally very good food. Will you enjoy the food or do you have your own cook with you? Yes, we have our own cook. She's from Munich. Mona Nemmer.
And she always likes to prepare regional specialties, so we are very good prepared. Thank you. Okay. Thank you. See you tomorrow.